Nee, aber die. Als ich klein war, wünschte ich mir, die Zeit anhalten zu können. Denn ich fand, dass sie so schnell verging. Ich wollte nicht erwachsen werden. Ich wollte ein Kind bleiben. Als ich später anfing zu fotografieren, habe ich erkannt, dass man durch das Foto die Zeit anhalten konnte. Das hat mich begeistert, weil man die Zeit einfrieren konnte. Hallo. Hallo. Ein Fotograf. Ein Foto? Von mir? Das ist faszinierend. Was mich an Porträts so sehr fasziniert, ist der Mensch dahinter. Dass jedes Gesicht das Abbild einer Geschichte ist, die durch Falten, das Haar, durch eine Narbe erzählt wird. Durch den Ausdruck der Augen, den Schatten, der sich um sie legt. Halten Sie Ihre Hand so. Ach, so unten lassen. Brauchen Sie mehr Licht? Nein, es ist gut so. Calliope hat ein altes, traditionelles Haus, in dem ich fotografieren durfte. Und sie hat dort nichts verändert, weil sie Angst hat, sonst ihre Erinnerungen zu verlieren. Und mir gefällt diese Geschichte, denn ich habe die gleiche Haltung den Dingen gegenüber. Alles soll so bleiben, wie es ist. Perfekt. Sie ist ein tolles Objekt für Porträts. Zum Schluss hatte ich mich so nah an sie herangearbeitet, dass ich Bilder von ihr machen konnte, auf denen sie überhaupt nicht posiert oder gelächelt hat. Sie saß nur da und war ganz ursprünglich und natürlich. Da war ich sehr zufrieden. Okay. Machen Sie es gut, mein Kind. Wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Als ich 10 war, bin ich an Anorexie erkrankt. Wenn du nichts mehr isst, stellst du die Gefühle ab und treibst nur noch so mit. Ich war dem Tod schon sehr nahe. Es war eigentlich eine Art langsamer Selbstmord. Und ich dachte, wenn ich sterbe, sterbe ich eben. Aber im letzten Jahr habe ich mir gedacht, verdammt. Ich habe Angst bekommen. Ich wollte unbedingt gesünder werden. Denn was ist denn, wenn ich sterbe? Ich habe doch mit meinen Bildern noch so viel vor. Das habe ich gedacht. Und dass ich mich beeilen muss.
Ich bin 28 Jahre alt und bin nie in die Pubertät gekommen. Ich habe auch keine Spur von Busen bekommen oder die Menstruation oder so. Vielleicht, weil ich Angst davor habe. Ich habe Angst davor, erwachsen zu werden. Ich will ein Kind bleiben. Und weil ich nicht gegessen habe, habe ich den ganzen Prozess aufgehalten. Aber die Ärzte meinen, ich könnte immer noch in die Pubertät kommen, obwohl ich 28 bin. Auch wenn sich das sehr seltsam anhört. Aber dafür müsste der Körper über längere Zeit mit Nahrung versorgt werden. Es geht also ein bisschen darum, dass ich rausfinden muss, ob ich mich das traue. Ich möchte ja auch alt werden, irgendwie. Jetzt sind wir bei mir zu Hause in Corbu. Auf Surbu, so nennt man es hier. Hier draußen ist Mama aufgewachsen. Und ich und meine Schwestern. Es ist so offen und frei, mit einer schönen Aussicht. Und ganz nah am Wald. Diesen Hof einmal zu übernehmen, das ist mein Ziel. Hey du! Ich war hier immer in der Nähe von Mama und bin wie eine Nonne, die sich hier drinnen einmauert. Aber wenn ich auf Reisen bin, dann ist es, als würde die Lene zum Vorschein kommen, die in mir drinnen wohnt. Und ich weiß aber nicht, warum. Es ist wie ein Muster, das ich mir angewöhnt habe, glaube ich. Ich fühle mich, als würde ich in einem Gefängnis leben. Die Krankheit legt genau fest, was ich zu tun habe. Und wenn ich es nicht mache, werde ich bestraft. Die Strafe ist dann, du darfst nicht so viel essen, wenn du das und das nicht tust. Es ist wie eine Nazi-Herrschaft im eigenen Körper. Es ist heiß. Sogar noch heißer als gestern. Das ist es? Ja. Soll ich die Beine ausfahren? Nein, jetzt noch nicht. Ich bin ein bisschen fasziniert von den Blautönen und dem Licht, das durch das Dach hineinfällt. In dem Lepra-Krankenhaus auf Chios habe ich mich mit mir selbst auseinandergesetzt. In den Zimmern hatte ich das Gefühl, dass dort auch eine Person ins Bild gehört. Ich dachte, ich könnte etwas damit ausdrücken, wenn ich meine eigene Wirklichkeit, meine Geschichte zeige. Vielleicht könnte ich für andere eine Bedeutung schaffen. Es sind ausdrucksstarke Bilder. Sie sieht Dinge, die ich nicht sehe. Sie bemerkt alle Details, wenn wir unterwegs sind, wenn sie sich unter anderen Leuten bewegt. Details, die mir überhaupt nicht auffallen. Es bekommt oft so viel Tiefe, dass es für andere schwer wird, sich da hineinzuversetzen. Hier bist du also die ganze Zeit? Ja, und da bin ich gestürzt. Ich zeige es dir. Hier? Ich habe mir die Finger verstaucht. Hier und hier und den ganzen Arm bis hier oben. Erst jetzt schaffe ich es wieder etwas zu heben. Sei immer vorsichtig, damit du dich nicht verletzt. Ich bin total vorsichtig. Ist ein bisschen unheimlich da drin. Ja,
Wenn es dunkel wird, sind hier Eulen und Fledermäuse. Ich habe sie gesehen. Wenn ich fotografiere, bekomme ich immer Appetit. Da schaffe ich es, mich zu benutzen. Da schaffe ich etwas anderes, als krank zu sein. Ein Freund von mir hat meine Bilder an Morten Kogwold geschickt, ohne dass ich es wusste. Morten gilt als der beste Fotograf Norwegens. Diese beiden finde ich unglaublich gut. Auch die Form des Kreuzes, das eigentlich kein Kreuz ist, sondern eine Mischung aus Kreuz und Figur, finde ich unglaublich gut. Die alten Griechen haben vor 3.000 bis 4.000 Jahren gedacht, dass der Mensch vier Körpersäfte mit unterschiedlichen Eigenschaften in sich trägt und dass die Kunst Melancholie ist. Melancholia bedeutet eigentlich schwarze Galle. Und diese schwarze Galle schickt ihre Energie hoch in den Kosmos und da entwickelt sie sich weiter. Und dadurch entsteht die ganze Schaffenskraft. Die Sonne draußen, hat der Schriftsteller Beckett gesagt, ist das Lebensspendende, das Gute. Wenn du etwas erschaffen willst, dann musst du zur schwarzen Sonne in dir selbst rinnen. Denn das ist es, was die Kunst hervorbringt. Und dort bedienst du dich automatisch. Ja. Und du musst weitermachen. Und wenn es den lieben Gott gibt, dann hat er dir auf jeden Fall Talent für das hier geschenkt. Und das Talent musst du nutzen. Denn du hast so schwere Zeiten erlebt und hast trotzdem dein Talent nicht verloren. Du kannst etwas erschaffen. Und da musst du sagen, ja, das mache ich. Und dann machst du einfach weiter. Über die Qualität braucht man hier gar nicht zu diskutieren. Kein Fotograf auf der ganzen Welt würde das anzweifeln. Ich glaube, du bist vielleicht eins der größten Talente. Wie alt bist du? Ich bin 30 geworden. Ja, ich würde sagen, du gehörst zu dem 1% der Weltbesten, der größten Talente. Und das sind 300 Nationen. Was machst du in den nächsten Monaten? Ich würde gerne mit den Selbstporträts eine Ausstellung machen. Ja, ich finde, das solltest du machen. Und zwar beim Nordic Light Festival, wirklich. Das wäre fantastisch. Das ist die beste Gelegenheit für eine Ausstellung in Norwegen. Und da kommt die Weltelite. Und mit den Fotos hier kannst du die meisten K.O. schlagen. Dort könnte ich sie zeigen, wenn ich mir drei Bilder ausleihen kann. Du bestimmst welche. Kannst du nicht alle vier nehmen? Ja, dann nehme ich alle vier. In Ordnung. Sie ist ein absolutes Ausnahmetalent in der Fotografie. Sie benutzt all ihre Sinne auf eine ganz fabelhafte Weise und traut sich, anders zu sein und mit ihrer Zeitlosigkeit zu arbeiten. Und das sind keine Schmeicheleien, weil sie krank ist. Denn das wäre die größte Verachtung, die ich ihr entgegenbringen könnte. Hätte ich das gesagt, nur um nett zu sein, dann wäre ich erledigt. Tschüss! Das habe ich überhaupt nicht erwartet. Ich dachte, ich müsste einen Haufen Kritik einstecken, würde mich schlecht fühlen und traurig nach Hause gehen. Und das ist jetzt das absolute Gegenteil. Schon als Kind war ich immer zaghaft und ängstlich. Ich mochte mich selbst nicht. Ich habe mich auf dem Kellerboden hin und her gewälzt, weil ich mich selbst gehasst habe. Ich hatte furchtbar hohe Ansprüche an mich, wollte perfekt sein. Ich weiß noch, wie ich keine Lust mehr aufs Essen hatte. Wie ich angefangen habe, weniger zu essen. Wie das gegen die Unruhe und die Traurigkeit half.
und gegen all den Schmerz in mir. Es war in dem Frühling, als Lene 10 Jahre alt war. Beim Essen hat sich was verändert. Ihre Brotscheiben wurden immer kleiner und kleiner. Wir wandten uns an unseren Hausarzt und vereinbarten einen Termin. Wir reagierten sofort. Sie musste 14 Tage ins Krankenhaus und wurde dort künstlich ernährt. Sonst eigentlich nichts. In Lillehammer in der Kinderstation war ich 7 Mal hintereinander. Ich habe das als gewaltigen Zwang erlebt, als ein System von Bestrafung und Belohnung. Wenn du isst, darfst du. Dabei hätte ich jemanden gebraucht, der mich fragt, können wir das nicht gemeinsam schaffen? Ich war erst 10 Jahre alt. Ich habe gedacht, jemand bringt mir bei zu essen, Essen wieder zu mögen. Wir schaffen das nicht mehr. Sie müssen irgendetwas tun. Wir halten es nicht aus zu sehen, dass es unserem Kind so entsetzlich schlecht geht. Lene braucht häufige Gespräche mit einem Psychologen, aber ihre Bezugspersonen wechseln zu oft. Ein Psychologe mit viel Erfahrung mit Anorexie könnte ihr helfen. Lene sagt, das Krankenhaus mache sie verrückt. Sie versagt die ganze Zeit, sagt sie. Wir bitten sie, unseren Wunsch zu erfüllen. Mit freundlichen Grüßen, Thorhild und Gerfossen. Ich habe mich vor dem Gesundheitswesen versteckt. Das war mein Geheimnis. Ich bin viele, viele Jahre nicht zu meinem Arzt gegangen. Ich saß nur zu Hause und es ging mir immer schlechter. Das haben die Behörden auch nicht nachverfolgt. Ich hätte sterben können. Mama hätte mich tot im Bett finden können. Ist es normal, dass man so lange warten muss? Es kostet mich viel Kraft, hier zu sein. Genau hier bin ich auch als Kind gelegen. Und seitdem war ich nicht mehr da. Ich war beim Augenarzt. Er sagt, ich sehe schlecht, weil ich schon so lange krank bin. Da habe ich Angst bekommen, denn ich will doch Fotografin sein. Das ist es ja, was mich antreibt. Ich habe Angst, dass ich nicht mehr sehen kann und das Fotografieren aufgeben muss. Mein Körper ist erschöpft. Ich habe es so viele Jahre lang verdrängt. Und jetzt wird mir langsam klar, wie ernst es um mich steht. Würden Sie bitte lesen? Diese Buchstabenlinie hier. E-F-C... T-E? Nein. Ja. R-E? Nein. Okay. Ich sehe sie nicht scharf genug. Scharf zu sehen ist schwer. Ich habe Angst vor Krankenhäusern. Verstehe. Ich war so oft lange hier, als ich klein war. Naja. Ja, dann nehmen wir die Streifen mal raus und sehen nach. Den und den. Und da sehe ich, dass Sie eine sehr geringe Tränenproduktion haben. Weit unter der Norm. Aber das kann besser werden, wenn es mit der Anorexie besser wird. Das kann sein. Es ist sehr wichtig, dass Sie regelmäßig ein Tränenersatzmittel nehmen. Ich habe panische Angst vor allem, was in den Körper rein soll. Genau, ja, genau. Es ist wichtig, dass Sie mehr trinken. Ja. Ungefähr 1 Liter am Tag. Das wird von vielen empfohlen. Es ist eindeutig so, dass bei Unterernährung oder Ernährungsdefiziten, wie wir das nennen, das Sehvermögen nachlassen kann. Denn es hängt ja alles zusammen. Ja. Es fühlt sich tatsächlich unheimlich gut an, das Krankenhaus wieder zu verlassen und nicht stationär aufgenommen zu werden. Als ich das letzte Mal hier war, musste ich hier bleiben. Ich wurde eingewiesen. Und jetzt kann ich wieder gehen. Ich bin frei. Ich werde nicht eingesperrt.
Ich sträube mich immer davor zu sagen, dass ich Anorexie habe. Denn das ist eine Krankheit von Verwöhnten. Wenn man sagt, dass man Krebs hat, wird einem sofort mit Sympathie begegnet. Aber wenn man Anorexie hat, dann muss man sich einfach nur zusammenreißen. Du bist einfach nur verwöhnt. Du musst dich nur zusammenreißen. Du musst doch nur essen. Aber so ist das nicht. Ich glaube, niemand kann sich vorstellen, wie schmerzhaft es ist, in so einer Welt zu leben. Denn das setzt einem nicht nur physisch zu, mit physischen Qualen, sondern auch ganz stark psychisch. Es ist, als wäre man in einem brennenden Haus und kommt nicht raus. Man versucht, Türen zu finden, aber man kommt nicht raus. Doch in den 18 Jahren, die ich jetzt krank bin, wollte ich nie sterben oder mir das Leben nehmen oder so. Vielleicht ist das etwas, worauf ich sehr stolz bin, dass ich diesen riesengroßen Lebenswillen in mir trage. Nach jeder Niederlage, jedem Krankenhausaufenthalt, nach jeder Familienkrise lege ich mich hin und stehe am nächsten Morgen wieder auf. Ich bin immer wieder aufgestanden. Jetzt pass auf. Der Platz, den du beim Nordic Light hast, entspricht ungefähr dieser Wand hier und dieser Wand bis etwa hier. Ui. Ja, so viel hast du. Diese 26 Meter müssen richtig gut wirken. Ja, das hoffe ich. Ja, natürlich. Und wir werden Vorschläge machen. Ich möchte lieber wenig große statt vieler kleiner. Ganz und gar einverstanden. Damit sie wirklich Kraft haben. Genau das habe ich mir auch gedacht. Ja, auch. Nicht wahr? Unbedingt. Entschuldigung, ich werde ganz... Nein, und diese Bilder sind für sich genommen gnadenlos stark. Die strahlen eine Schönheit aus. Und deshalb dürfen wir nicht überladen. Wir müssen ein paar Bilder aussortieren. Das oder das, welches ist besser? Das. Ja, schön. Weiter geht's mit diesen beiden. Welches davon ist besser? Das finde ich schwierig. Das. Ja, schön. Wirklich? Ja, folgt deinem Impuls. Das ist super. Hier sind zwei. Welches? Das. Ja, schön. Gefällt mir. So muss das laufen. In mir steckt Kraft. Ja, wir müssen uns entscheiden. Das hier würde ich nicht nehmen, glaube ich. Die sind sich zu ähnlich. Ich finde. Ja, das hier nicht. Das nicht. Und das hier sollte dabei sein. Das macht Spaß. Der ganze Ausdruck deiner Bilder ist von Renaissance-Künstlern geprägt. Ich finde, es geht in Richtung Caravaggio und in Richtung Russland. Und für mich hat es einen tief religiösen Inhalt, wie in Filmen von Tarkowski. Es ist spirituell und... Das haut mich jetzt um. Denn ich sitze alleine zu Hause in Toten, in dem Gebäude mit diesen Bildern. Und jetzt sagst du, dass sie russisch sind. Und genau das habe ich selbst gedacht. Ich habe mir gedacht, dass wir mit Musikuntermalung beginnen. Wir zeigen vielleicht 50 Bilder mit Musik. Du kannst jede Musik nehmen, die du willst. Aber ich finde, Walzer oder Polka passt nicht. Nein. Oder? Das ist genau mein Ding, Morten. Ich glaube, das wäre gut. Ich spiele jetzt was vor. Das ist reine Melancholie. Die müssen wir nehmen. Ja, oder? Die will ich. Das sehe ich auch so. Sie passt richtig gut. Die Leinwand ist viermal so groß wie dieser Raum. Und auf ihr steht Melancholia, Lene Marie Vossen, in dunkelblau. Und dann erklingt die Musik. Und dann kommen die Bilder. Ja, genau so will ich es. Dieses Bild erschreckt einen beinahe.
Es ist der Schmerz, der mit der Kunst gezeigt wird. Dass es eine Schönheit im Schmerz gibt. Er ist nicht hübsch, hat aber was Schönes. Die Bilder drücken die große Trauer in mir aus. Die Trauer über all die Jahre, die ich verloren habe. Du bist wirklich gut. Ich bin stolz auf dich. Bist du dir sicher? Ja. Schämst du dich? Nein. Ich bin stolz. Du bist mutig. Nicht mal wegen dem Bild, auf dem ich nichts anhabe? Nein. Du schämst dich nicht? Nein. Es ist beeindruckend. Aber ich habe das Gefühl, ich schäme mich nicht. Ich hatte erst Bedenken, als du diese Fotos gemacht hast, aber... Ja, und du hast gesagt, Lene, du kannst doch nicht so viel ausziehen. Weißt du, was du machst? Ja, aber es ist ja gut, wenn man einen Rat gibt. Dann denkst du darüber nach, was du tust. Warum denn? Soll ich mich schämen? Nein. Du bist schön. Das ist ein ausgezehrter Kinderkörper. Ja? Und was eine Krankheit mit einem Körper gemacht hat. Ja, ich weiß. Ich denke gar nicht, dass ich das bin. Ich finde, es repräsentiert etwas, das größer ist als ich. Es repräsentiert Gefühle, Schmerz. Das ist Lene Marie Vossen. Sie hat diese außergewöhnlichen Bilder gemacht. Wir haben gesagt, wir zeigen diese Ausstellung nicht wegen ihrer Krankheit, sondern weil diese Bilder herausragend sind. Keine Frage. Ich finde, die Art, wie sie sich präsentiert, kann man mögen oder nicht. Aber sie ist mutig. Und ein unglaubliches Talent. Eins der größten Talente, vielleicht das größte, dem ich je begegnet bin. Herzlichen Glückwunsch. Schenk uns ein Lächeln. Danke. Man spürt den Schmerz in den Bildern physisch. Das ist unglaublich stark und schwierig. Es kann doch gar nicht sein, dass man so noch lebt. Das sind einzigartige Bilder und ich glaube, in der Welt der Fotografie habe ich nie etwas Ähnliches gesehen. Es ist sehr wichtig, sehr mächtig. Sie sind sehr ehrlich und sehr authentisch. Ich habe 1992 die Hungersnot in Somalia fotografiert und ich habe diesen Jungen fotografiert. Er schien sich seiner Notlage ganz bewusst zu sein, so wie er mich ansah. Und als ich diese Bilder ansah, kamen einige dieser Erinnerungen wieder hoch. Ihre Arbeit berührt mich sehr. Ich möchte Sie umarmen. Ich konnte in Somalia nicht viele Menschen umarmen. Vielen Dank. Die Fotos beeindrucken einen sehr. Es ist wie... großartig. Das werde ich nie vergessen. Viel Glück und vielen Dank. Ich habe das Gefühl, dass wir mehr darüber sprechen müssen. So eine schwierige Sache muss besprochen werden. Sie sollte im Unterricht behandelt werden. Für uns Jugendliche wäre das besonders wichtig. Das hier ist ein guter Anfang. Das bedeutet mir viel. Vielen Dank. Ich habe mich viel für mich und meine Krankheit geschämt. Aber dann habe ich einfach die ganze Scham weggenommen und die Wirklichkeit so gezeigt, wie sie ist. Ich möchte eine Lebensgeschichte über Schmerz zeigen, dass es im Schmerz auch Schönheit geben kann.
Denn wenn man Schmerz fühlt, kann man auch Stärke finden, damit es einem wieder besser geht. Man soll mich nicht kennen als das Mädchen mit... Nein. Ja, verstehst du? Das ist sehr wichtig. Man soll mich als Künstlerin und Fotografin kennen. Lene, meinst du, Fotografieren kann dir helfen, gesund zu werden? Ja, ich glaube, ich kann nur durchs Fotografieren gesund werden. Denn dadurch kann ich mein Leben mit etwas anderem ausfüllen. Ich bin tief im Inneren immer eine Künstlerin gewesen. Außerdem glaube ich, dass ich durch meine lange Krankheit die menschliche Seele kennengelernt habe. Bei meinen Porträts von anderen Personen oder auch von mir selbst geht es immer um die menschliche Begegnung. Syrien ist nicht gut. Sie haben meinen Bruder vor meinen Augen getötet. Eines Sommers bin ich in die Flüchtlingskrise geraten und habe Zeit mit Flüchtlingskindern verbracht. Geh zurück! 2 Meter zurück! Kinder sind immer die Opfer von Konflikten. Es geht darum, ihren Blicken zu begegnen und sie zu porträtieren, damit wir es nicht vergessen. Ich glaube, jetzt hast du eine Mission. Ich finde, du solltest deine Kunst als Verpflichtung dafür empfinden, weiterzumachen, weil sie so gut ist. Erst jetzt glaube ich, dass ich vielleicht ein bisschen gut bin. Danke, Lene. Einem Künstler wird im Leben nicht oft so eine große Aufmerksamkeit geschenkt. Diesen Moment muss sie gut aufbewahren und später wie ein Stück Karamell eine Weile lutschen, um ihren Akku wieder aufzuladen. Denn sowas ist sehr selten. Wünsch dir was. Okay. Du musst pusten. Sehr gut. Wirklich? Ja, sehr gut. Haben auch schon Leute aus anderen Ländern deine Bilder gesehen? Ja, es steht noch was Großes an. Die Fotografiska ist Skandinaviens größte Fotogalerie. Wenn ich wieder in Norwegen bin, fahre ich deshalb gleich weiter nach Stockholm, um mich mit den Leuten zu treffen. Falls du dich erinnerst, ich habe gesagt, dass das passieren wird. Du hast so viel Talent. Nicht jeder kann, was du kannst.
Du solltest sehr stolz sein. Und deine Mutter ist sicher auch sehr stolz auf dich. Ich habe ein sehr schönes Kleid von meiner Mutter bekommen. Das ist sehr schön. Weißt du, was ich immer gesagt habe? Was? Wenn ich gesund werde und wenn... Ich glaube es nicht, es wird nie passieren. Aber wenn ich mal heirate, dann in diesem Kleid. Vielleicht finde ich einen griechischen Mann. Wir fuhren auf eine Kreuzung zu und dort war eine Ausfahrt. Von der kam eine Frau herausgefahren, genau auf Lenes Seite. Lene bekam den Stoß ab. Sie hat sofort Au gesagt. Mit meinem Nacken ist was nicht in Ordnung. Mein Nacken ist so steif. Sie war sehr niedergeschlagen. Sie hat viel geweint und das macht sie sonst nicht. Sie sagte, sie hätte Angst, dass sie lebenslang darunter leiden würde. Ich sagte, es würde sicher wieder gut werden, dass sie nicht vom Schlimmsten ausgehen sollte. Mama, kann ich mal einen Akku und das Ding für die Speicherkarten haben? Einen Akku? Hier ist kein Akku. Doch, in der orangenen Tasche. Die hier? Nein, kann ich die orangene haben? Hier. Nein, jetzt nimmst du das Licht weg. Stell sie an die Seite. Du bist ganz schön gereizt. Ja, ich weiß. Kannst du schon fahren? Ich möchte alleine sein. Dann komme ich nachher wieder. Spätestens 7:30. Sei vorsichtig. Bis dann. Bis dann. Denk daran, den Totenschädel mitzubringen. Und den Beutel mit den Tabletten. Angst, dass es mir nach der Sache mit dem Nacken nicht wieder gut gehen wird. Wir haben ausgemacht, dass wir uns im Café treffen. Ja. Wir sind ganz pünktlich dort. Ja. Ich habe zum ersten Mal eine Agentin, Ellen Villas. Sie hat eine eigene Galerie in Oslo und wollte meine Bilder kuratieren. Ich habe Glück, dass ich ihr begegnet bin. Hallo, ich bin Jana. Lene Marie. Hallo. Fantastisch. Auch als Fotografie. Ich finde, es ist auch sehr wichtig, dass wir dieses dein Leben mitteilen, so vielen Menschen wie möglich. Uns geht es hier darum, ein Bewusstsein zur Problematik von Ernährungsstörungen zu schaffen. Extrem stark. Was mir wichtig ist, ist, dass ich Fotografin bin. Nicht, dass ich krank bin. Ich habe einige Ihrer anderen Porträts im Internet gesehen und die sind auch unglaublich gut. Wir können noch über Einzelheiten sprechen, aber wir sind sehr interessiert, was auf die Beine zu stellen. Ich habe Angst davor, gesund zu werden.
Weil ich dann vielleicht keine so gute Künstlerin mehr bin. Was ist das bloß mit mir? Es wäre natürlich toll, wenn es mir besser ginge, wenn ich mich wieder erholen würde. Meine Güte, das ist doch nicht möglich, dass ich mich so fertig mache. Das muss die oberste Priorität sein. Jetzt sehe ich so schrecklich aus, das will ich nicht. Der Weg, der vor mir liegt, ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Als sie krank wurde, dachte ich, bis Weihnachten geht es wieder besser. Gut, dass man nicht alles schon vorher weiß. Furchtbare Jahre und diese Machtlosigkeit. Jetzt bin ich sehr erschöpft. Möchtest du mitpacken? Nein. Ist lange her, dass du mitgemacht hast. Du wirst bald wieder mitmachen. Ja. Ich bin nicht mehr so gut gelaunt wie früher. Ich habe ständig Nacken- und Kopfschmerzen seit dem Unfall. Ich empfinde es als unerträglich, jeden Tag diese Schmerzen zu haben, zusätzlich zum Schmerz durch die Anorexie. Da ist ein Teil von mir, der ganz ehrlich wirklich einfach sterben will, wenn ich diese Nackenschmerzen habe. Das Schlimmste ist, dass ich nicht das machen kann, was ich auf der Welt am meisten liebe: fotografieren. Das war wohl ein Hilferuf. Wenn du das Telefon verloren hättest und nicht hättest anrufen können, dann wärst du 8 Stunden da draußen gelegen. Ich wünschte, ich dürfte in Ruhe und in Frieden sterben. Dass ich einfach eine Tablette oder sowas nehmen kann. Aber tief im Innern willst du das nicht. Nein, aber wenn ich so leben muss. Aber das musst du nicht. Da kann man mit Training was machen. Das weißt du nicht. Du bist kein Arzt. Nein, aber du weißt das auch nicht. Du hast noch so viel zu tun. Ja, genau. Aber das ist physisch nicht möglich. Doch, das ist es. Wenn du dich körperlich erholst und Physiotherapie bekommst. Du hast Glück. Du hast viele um dich, die dir nur Gutes wollen. Sie wohnt ja bei mir. Ich habe oft Angst, dass ich sie tot auffinde, aber man schafft es, sich ein wenig zu distanzieren. Das ist wahrscheinlich ein Mechanismus zum Überleben. Wenn ich so große Angst hätte, wie ich eigentlich haben müsste, wäre ich schon zerbrochen. Ich hatte große Schlafprobleme. Habe gedacht und gedacht und gedacht. Und sah alles schon vor mir. Die Beerdigung und so. Ich habe Albträume. Angst. Angst.
Jetzt erlebe ich genau das mit dem Gesundheitswesen, von dem ich dachte, dass es nie mehr passieren soll. Zwang. Man verliert seine Menschenwürde. Man hat kein Recht mehr über sich selbst. Man ist völlig hilflos. Ohne die Nackenverletzung hätte ich Hoffnung gehabt. Aber hast du die Hoffnung aufgegeben, Lena? Ja. Das habe ich. Vor dem Unfall habe ich gedacht, dass ich wieder gesund werde, dass ich die Krankheit nicht mehr brauche, denn alles fing an, gut zu laufen. Wozu hast du die Krankheit gebraucht, Lena? Als Sicherheit, wenn alles unsicher war. Als es um die Zwangsbehandlung ging, wurden wir Eltern gefragt, ob wir einverstanden wären. Wir hätten Einspruch erheben können. Aber wir haben gesehen, dass es diesmal notwendig war. Sonst wäre sie... Sie wäre gestorben. Lene ist jetzt seit 22 Jahren krank. Und das hat uns alle geprägt. Ich glaube, für andere ist das nicht so leicht zu verstehen. Ich bin hilflos, denn das Einzige, was ich konnte, war weniger zu essen. So hatte ich das Gefühl, ich komme mit der Welt klar. Aber ich will das nicht, was gerade mit meinem Körper gemacht wird. Ich sehe, wie dünn ich bin, dass ich aussehe wie eine Strafgefangene. Ich will nicht so aussehen. Ich glaube, dass niemand auf dieser Welt sich aussucht, so eine grausame Krankheit wie Anorexie zu haben. Erinnerst du dich, dass wir über Caravaggio gesprochen haben? Ja. Hier ist das Bild von Maria Magdalena. Das ist wunderschön. Dunkelheit und Licht. So ist es auch, wenn ich fotografiere. Da mag ich es, wenn die Menschen sich von der Dunkelheit abheben. Die helle Haut. Das ist die Kraft, die ich hatte, um weiterzukommen und froh zu sein und zu fotografieren, obwohl ich ernsthaft krank war.
Aber ich habe das Gefühl, dass dieser Funken den Sommer über verloren gegangen ist. Jetzt gibt es nur noch eine Welt voller Angst. Und ich hatte nie... Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, dass nichts mehr so sein wird wie zuvor. Du fürchtest dich? Ja. Aber du hoffst? Ich will, dass es wieder wird wie vorher. Ist es schwer zu hoffen? Findest du das? Ja. Aber du hoffst? Sehr, sehr wenig. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Ich glaube, in Segenssprüchen geht es nicht darum, dass alles immer nur gut geht. Es ist ein Versprechen, dass wir nie alleine sein werden. Wir haben den 8. März. Heute wurde ich aus der Zwangsbehandlung freigelassen. Das ist ein völlig unbeschreibliches Gefühl. Ich fühle mich irgendwie, als wäre ich jetzt wieder wie alle anderen. Ich kann reisen und eigene Entscheidungen treffen. Ich kann jetzt selbst entscheiden, welche Behandlung ich möchte. Die guten Taten retten die Welt. Ein Kinderpsychiater namens Hasse Linne hat mich im Krankenhaus in Lillehammer gerettet. Das Erste, was er tat, war, mir ein Buch zu geben. Und er sagte, du bist keine Krankheit. Hier sind zwei Seiten. Schreibe die Krankheit auf die eine Seite, gib ihr einen Namen. Ich nannte sie die Dumme. Und Lene schrieb ich auf die andere Seite. Er hat mir klargemacht, dass ich etwas anderes bin als nur eine Krankheit. Er hat stark auf meine künstlerische Ader reagiert. Es lag an ihm, dass ich es trotz allem geschafft habe, dass ich nie aufgebe. Es lag an Hasse. Im Unterschied zu Hasse begegnet das Gesundheitswesen und auch viele andere dieser Krankheit mit Angst. Und genau das ist völlig falsch. Denn Angst führt unter anderem dazu, dass ärztliches Personal Dinge tut, die man nicht tun darf. Wenn man Angst hat, agiert man oft mit Regeln und Vorschriften. Man wird streng und glaubt, so wird das schon wieder. Hasse hat gesagt, das ist dein Zimmer. Freu dich darauf, herzukommen. Denn ich halte dein ganzes Ich aus. Ich habe die Kamera seit dem Unglück nicht mehr angerührt. Wenn Leben entsteht, muss es geliebt werden. Und es wird geliebt, weil es da ist. So schwierig es auch ist, dem Leben Raum zu geben. Raum muss man geben, damit es werden kann, was es will. Ich finde, das beschreibt es sehr gut. Ich glaube, dass jeder Mensch, egal ob man böse ist oder schlimmste Dinge getan hat, Menschen missbraucht, umgebracht hat, ich bin der Meinung, dass wir eigentlich alle nur wollen, dass es uns gut geht. Und dann läuft alles schief, weil wir mit dem Leben nicht zurechtkommen. Und ich finde, das Gedicht beschreibt das sehr gut. Dass das Leben ja eigentlich ein völlig wunderbares, rätselhaftes Geschenk ist, das wir bekommen. Und dann schaffen wir nicht, es zu leben. Es ist so schwierig, dem Leben Raum dafür zu geben, das zu werden, was es will. Ich verstecke so viel Angst, Wut und Trauer in mir. Ich fühle mich wie eine Kiste, die verschlossen ist, und alle meine Gefühle sind in mir eingesperrt.
Ich habe Angst, dass wenn ich sie öffne, alles so groß wird, dass ich es nicht bewältige. Aber ich glaube auch, dass es raus muss, damit ich gesund werden kann. Papa, kannst du näher zu mir rücken? So? Mama auch? Und jetzt sehen wir alle in die Kamera.